Der Geschäftsklimaindex der Vorarlberger Industrie bewegt sich seit dem dritten Quartal 2022 fast konstant unter der Nulllinie. Und das meistens sehr deutlich. 1,5 Jahre Dauerfrost, das hat Vorarlbergs Industrie seit Beginn dieser Konjunkturumfragen von Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigung im Jahr 2001 noch nie gegeben. Aufschwung? Leider nein. Eisig und frostig, wenn man es jetzt zu dieser Jahreszeit oder mit dieser Jahreszeit vergleicht, die wir gerade haben. Also wir sind seit 1,5 Jahren im Dauerfrost. Also die Konjunkturumfragen haben sich in den letzten Monaten auch bestätigt. Also der Industrie in Vorarlberg ist es schon deutlich besser gegangen, weil man einfach auf der einen Seite mit internationalen Nachfragerückgängen, mit Standort unguten Rahmenbedingungen zu kämpfen, und ja, das Ergebnis für diesen Mix ist die aktuelle Lage. Geschäftsführer der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Michael Ammann, zeichnet ein düsteres Bild, das sich durch alle Branchen der Sparte zieht. Nichtsdestotrotz hat er auch positive Nachrichten. Wir machen die Umfrage seit über 20 Jahren bei den Vorarlberg Industrieunternehmen. Es beteiligen sich so im Schnitt zwischen 30 und 40 Unternehmen. Hier waren es jetzt 39 Führungskräfte aus der Vorarlberger Industrie, die hier ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage und zur weiteren Entwicklung uns mitteilen. Repräsentiert sind knapp 25.000 Mitarbeiter. Also das ist fast eine Vollerhebung und ist hochgradig repräsentativ. Es zieht sich leider weitestgehend durch. Natürlich gibt es Nuancen in den Branchenergebnissen, je nachdem, ob jemand auch eher global oder regional aufgestellt ist. Eine Branche hat unterschiedliche Rahmenbedingungen. Grundsätzlich merken wir, dass es weniger von der Branchenzugehörigkeit abhängig ist, als davon, ob man international, global aufgestellt ist, weil irgendwo auf der Welt lassen sich immer Aufträge reinholen. Wenn jemand nur lokal oder regional tätig ist, hat das wirklich sehr schwer aktuell. Die HTLs sind immens wichtig für die Vorarlberger Industrie. Wir haben eine Sonderfrage gestellt dieses Mal für die Bedeutung, und da sagen 85%, dass HTL-Absolventinnen und Absolventen entweder wichtig oder sogar existenziell wichtig sind für die Industrie selber. Und das freut uns ganz besonders, weil wir hier gemeinsam mit dem Land Vorarlberg seit Jahren nachhaltig auch investieren. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Bundesland in Bundesschulen Geld investiert, gemeinsam mit der Industrie. Und es freut uns ganz besonders, hier auch die Zusage von Wirtschaftslandesrat Marco Tittler, hier auch den Beitrag des Landes weiter aufzustocken. Die negative Entwicklung zieht auch Konsequenzen für den Arbeitsmarkt nach sich. Viele Unternehmen planen, sowohl die Produktion als auch die Belegschaft in den nächsten 3 Monaten zu reduzieren. Eine Maßnahme dagegen zeigt Christian Zoll, Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Vorarlberg, auf. Bei den Beschäftigten merkt man ganz, beim Beschäftigtenstand der Unternehmen merkt man ganz klar, dass die eingetrübte Konjunktur natürlich auch auf den Beschäftigtenstand Auswirkungen hat. Das heißt, die meisten Betriebe sagen, dass sie nicht planen, Menschen einzustellen, oder eher sogar, dass sie planen, den Personalstand zu reduzieren. Das heißt, ganz klare Schlussfolgerung: wenn es nicht gut läuft, wenn man weniger produziert, dann kann man auf Dauer natürlich auch nicht den Beschäftigtenstand halten. Wir sind ja grundsätzlich optimistisch, und dann braucht es natürlich auch geeignete Fachkräfte oder verfügbare Arbeits- und Fachkräfte auch für die Betriebe. Und da ist für uns natürlich das Thema Kinderbetreuung ganz wichtig. Da hat das Land schon sehr, sehr viel gemacht, und da ist es auch eine sehr positive Dynamik dahinter. Allerdings braucht es da noch einige Lückenschlüsse, und da möchten wir natürlich weiter dranbleiben, dass das auch passiert, damit wir auch wirklich Eltern ermöglichen können, dass sie von ganz früh auf, wenn sie Eltern werden, auch Vollzeit beschäftigt arbeiten können, wenn sie das wollen. Trotz der ernüchternden Ergebnisse der Konjunkturumfrage bleiben die Verantwortlichen optimistisch. Die Talsohle sei durchschritten, hieß es auf der Pressekonferenz.